Oh, hallo. Das nimmt dir keiner ab. Geil. Schön, dass ihr zuschaut. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr uns immer so zahlreich mit eurer Präsenz, mit eurer mit dem reinen Zuschauen so unterstützt. Ja, auch wenn Gnieche ein ganz lustiger Kerl ist, tragen wir auch immer dazu bei. Und wir bedanken uns auch nochmal. Aber viel wichtiger ist einfach, ihr kommt ja zahlreich zu unseren Aufführungen jetzt, The Addams Family, ab dem 9. März, um uns anzugucken, um uns nochmal weiter zu unterstützen. Und da könnt ihr natürlich hinterher immer warten, ne? Und wir kommen nämlich wieder raus, wenn der Vorhang, also noch nicht gleich abhauen. Und das ist jetzt der Punkt. Oh. Was für eine Überleitung, Gnieche. Dankeschön. Wenn ihr da seid, dann kommt ihr immer, um Gnieche zu drücken, was ich verstehen kann, weil hier ist viel dran und da ist sehr knuddelig. Na, das sagt er. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Bier mitbringt. Jeder von euch, der mir ein Bier mitbringt, kommt direkt in mein Herzen. Flens oder Guinness trinke ich. Dankeschön. Wir sehen uns nach der Show. Ich liebe euch. Ja. Michael. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Aufbau-Vlog, Bühnenaufbau. Der ist auch da. Wir haben hier gestern bis um 11 ungefähr die ganze Bühne hierher geschleppt und jetzt sind die hier schon seit 8 Uhr wieder am Werk und bauen. Meine Haare werden morgen wieder abgesäbelt, aber es ist ja gut zu wissen, dass sie wachsen. Noch. Ja, so sieht's bis jetzt aus. So sieht's bis jetzt aus. Hier sieht man eigentlich den Wald vor lauter Bäumen. Oh mein Gott. Ich muss mich mal eben erleichtern. Vorsicht, die Bäume schlagen aus. Das ist die peitschende Weide. Das ist übrigens unsere Regisseurin. Da hat sie die ganze Zeit Regie geführt. Gott. Ich muss jetzt mal eine Person lobend erwähnen hier, das ist nämlich die Gabi. Warum lobend? Weil, guckt euch das an, was sie sich hier für eine Mühe gibt, damit die Bühnenbauer auch nicht vom Fleisch fallen. Ja, und was Besonderes gibt es auch? Oh. Ja. Das ist der Flo. Der Flo hat sich versteckt, klingt komisch, ist aber so. Ja, du hast einen ganz schön langen... Der ist schon lang, oder? Ja. Den kann ich ausklappen. Geil. Wenn man kürzer sein soll, klappe ich ihn einfach wieder rein. Geil. Das wird spannend. Mach einfach. Achtung. Ich habe eine Frage. Auf diesen Teil. Was sagt ihr denn? Klappt das oder klappt das nicht? Ich glaube, das klappt. Aber man sieht den Dingern ja nicht an, dass die 100 Kilo wiegen. Er ist schon gegangen, er glaubt nicht daran. Ich glaube, er ist einfach kamerascheu. Elegant, Jan. Nimm das ganz genau auf. Fast so elegant wie ein Walross. Ja, Fester hat das deutlich eleganter gelöst. Ja, und das war natürlich dann volle Punktzahl. Das hätte ich nicht gedacht. Aber es kann also mit mir hätte das nicht geklappt. Hooray! Jetzt darfst du. Die heute Dame wird abgelassen. Du hast das Gesicht nicht drauf. Morticia! Morticia mia! Scheiße, ey. Achso, da, ja. Natürlich. Ich bin voll gesorgt. Hier in der Ecke werden noch die letzten Keyboard-Sounds gemacht. Habe ich denn die tote Ente? Wo hat er denn nur die tote Ente? Hör mal. Nee, man hat's auch so das schon gehört. Ein, Wir sind alle entweder fleißig am Arbeiten oder fleißig am Blödsinn machen. Wir müssen ungefähr gleich schnell kurbeln, damit das Ding gerade bleibt. Musik startet. Es startet immer mit diesem Lied. So. Für mich ist das gerade ein bisschen emotionaler Moment, weil ich hier nämlich Kontrollgang mache. Dass hier unten alle Schrauben und so fest angezogen sind und danach die Bühne freigebe. Das habe ich jetzt auch sehr viele Jahre gemacht, fast 14 Jahre. Mit Phoebe zusammen haben wir immer die Vorbühne aufgebaut. Ja, oh, ich werde gleich das letzte Mal Bühne freigeben. Ja, mein Bruder Fester, tanz! 1, 2, 3, Bühne frei! Was sagt ihr dazu? Nein! Sivi und ich
ich, wir haben ihm schon mal das Bett eingeweiht. Das ist übrigens unser, du hast es nicht eingeweiht, du hast es entweiht. Das ist übrigens unser Posaunist. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich nenne ihn Beavis. Am Anfang hat er noch längere Haare gehabt, der sah original aus wie Beavis. Oh, oben die Bühne wird eingeweiht. Oh, hallo! Das ist Jonas. Ja, ich bin Jonas. Das ist auch Jonas. Ja, das die beiden Streicher heißen Jonas. Nee, das ist der andere Jonas, das ist der andere Stricher. Hier, Querflöte. Und, ah, jetzt ganz neues Schlagzeug. Ja, ist das Ding jetzt an? Ja. Was seid ihr morgen so da? Moin. Oh, früh. Ich nicht so früh. Ich muss Schule schwänzen und... Gucken deine Mitschüler diese Videos? Wenn ja, dann grüße ich ganz lieb Frau Schäfer. Mittlerweile, ach nee, sie kommen ja erst in ein paar Tagen, aber das ist ja alles sehr wichtig. Achso, das Kratzen im Hals ist wieder da. mir geht's so schlecht. Es ist 23 Uhr, es wird wahrscheinlich noch hier länger gehen, aber ich hau erstmal ab und morgen früh geht's hier nämlich weiter. Bis morgen. Und heute ist Dienstag. Das kann ich kaum glauben, dass heute die sein. Ich glaube, die beiden haben nicht geschlafen. Oh, da hat jemand seine Haare schwarz. Wir sind zumindest braun und dunkelbraun geworden. Anyways. Bei uns ist Kinderarbeit ganz groß geschrieben. Ey, Bernd wieder hier. Maske ist heute schon bereit. Denn wir haben ja heute Hauptprobe. Heute machen wir auch Fotos, das heißt, ich muss meine Haarpracht wieder abmachen heute. Heute darf Beke. Wow, das Geräusch schon wieder. So ein Muster. Machen wir mal ein Muster, so ein cooles. Jetzt wurde ich schon mit Thomas verwechselt hier. Entschuldigung. Ja. Ach, guck mal, wer hier wieder ist. Hallo. So, ich finde, ich lasse den Bart einfach, oder? Ich habe Martin im Abend und jetzt ist meine Schminke auf dieser Seite ab. Ja, das sagen immer alle Frauen. So, jetzt sehe ich aus wie Stinas Cousin, bloß ohne Bart. Wenn Stinas Cousin das hier sieht, ne, hallo. Ich habe eben das erste Mal Partnerrasieren auf dem Männerklo gemacht, ne. Also als Heteromann ist das... eigentlich selten. Fertig geschminkt. Bis wieder der Alte ist. Wie früher. Wie früher. Wie später, meinst du? Michael ist immer der Alte. So, während alle arbeiten. Hä, was ist denn hier los? Wir sind das Kreativ. Wir arbeiten. Ja. Was passiert, wenn die Band da nicht drauf passt? Ja. Ich bin schon in Stimmung. Ja, das ist genau die richtige Stimme. Diese Jugend von heute. Jeder möchte was von dir. Also ich muss schon sagen, optisch sieht das schon ziemlich geil aus. So, das war die Hauptprobe. Ich habe hier noch so ein bisschen halb fester an. Lurch ist auch schon nicht mehr ganz so lurch hier, lurchig. Wir schalten jetzt weiter. Wir machen morgen noch den Rest Bühnenbau und sehen uns dann wieder zur Generalprobe. Freut euch auf Michel. Der war heute, der ist wunderbar, hat er gezaubert, sagen wir mal. Um noch nicht zu viel zu verraten. Ihr werdet sehen im Stück. Geil. Okay, jetzt kommt aber erstmal der Tag der Generalprobe. Oh. Der Fechtchoreograf ist auch mal da und kann erstmal gucken, was so aus seinem Fechtkünstler geworden ist. Ne? Hast du das noch nie mit solchen Schuhen gemacht, Vladi? Mit denen? Ja? Nee. Und was sagst du zu den Fortführungen deiner Fechtkünsten? Ist gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst. Ja, aber das ist ja gut. Dann machen sie es ja richtig. Das sieht ja alles nur so aus. Es ist so dazwischen, ne? Du kleine Bettwanze, du hast mein Akrimonium gestohlen! So, und jetzt Generalprobe! Eine Nacht ist nicht plötzlich normal. Das ist kein einfacher Fall. Generalprobe vorbei. Ich würde alle sagen, Proben vorbei. Alle Proben vorbei, ja. Ihr seht demnächst natürlich weiterhin Vlogs der Aufführung. Bis dann. Wir sind wieder richtig gehängt.